So, hallo, wir machen weiter. Bei Cult of the Lamb, letztes Mal haben wir den zweiten großen Boss besiegt, die erste Stage von der dritten Welt auch schon gespielt, also zwei Kreuzzüge in einem Part. Wir haben Felix getötet, den wir hoffentlich gleich wiederbeleben werden. Wir haben rausgefunden, dass wir ein Samen-Dingens brauchen könnten. Wir haben ganz viele neue Früchte. Wir haben, also es ist ganz viel passiert. So. Jetzt machen wir erstmal wieder, weil der Tag begonnen hat gerade. Oh, oh mein Gott. Jetzt ist hier oben das Ermorden und hier unten das Inspirieren. Da muss ich jetzt böse aufpassen. Aber man kriegt ja zum Glück bei dem Ermorden nochmal diese Auswahl. Ja, nein. Ja, ja. Da muss ich ein bisschen aufpassen jetzt. So, halt. Hier, hier, wo bist du? Da. Chef, ich will deine Belohnung haben. So. Nice, neue Tafel, sehr gut. Mehr Inspiration, let's go. Da haben wir unten Level 4 bei Puna. Level 4, Puna, Puna, Puna. Sehr schön. Wunderbar, haben wir hier schon gedingst. Ach ja, und wir haben Bartman wieder zurückgeholt. Also wir haben halt seine Krankheit haben wir geheilt. Ich will mit dir reden. Hallo. Oh. Jetzt. So. Und, ja. Und wir haben sogar auch schon die vierte Welt geöffnet. Also die ist schon betretbar, theoretisch. Was auch irgendwie crazy ist. So. Nächste göttliche Inspiration wird vorbereitet. Gut, wir gehen ein... Ach ja, jetzt wollte ich mit Bartman reden. Kann ich jetzt mit Bartman irgendwie mehr anfangen? Oder wo ist der jetzt, der Kollege? Wo ist Bartman gerade? Hier ist er nicht dabei. Läuft er hier irgendwo rum? Bin ich blind? Hier ist er nicht, hier ist er nicht. Ah, ist er hier unten? Ach ja, guck mal, er arbeitet. Okay. Ah, jetzt kann ich interagieren. Okay, dann war das nur in der Nacht wahrscheinlich. Ja, okay, jetzt ist alles wieder normal. Dann war das nur in der Nacht und ich war irritiert. Vielleicht, weil er geschlafwandelt hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Okay, wunderbar. Dann kann ich dich noch inspirieren. Let's go. Und dann machen wir Predigt. Das dürfte ein neues Level Up sein. Let's go. Okay. Also... Neue Relikte. Ich würde erstmal die Waffen, die mich brutal interessieren, stärken. Bin ich ganz ehrlich. Die Panzerschuhe finde ich eigentlich ganz gut. Grundsätzlich. Dolch, Axt, Schwert. Hammer fand ich jetzt nicht so effektiv. Also Hammer war auch krass, aber irgendwie sehr langsam, ne? Ich meine, es hängt davon ab, was für eine Waffe man bekommt. Aber ich glaube, ich würde mal mit den Panzerschuhen anfangen. Erhöhe den mit dem Wirbelangriff des Panzerschuhen. Ach, levelt man hier nur die... Ah. Ah, man levelt hier nur die Ultra-Attacke jeweils. Also die R1-Attacke. Die levelt man hier. Ich verstehe. Ach so, okay. Haben wir dann sonst noch irgendwas alt? Dann haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel Wichtiges. Wir haben, na, dann ist ja eigentlich alles... Dann ist eigentlich alles krasse durch. Könnte ich höchstens hier drei neue Flüche, so. Ja, okay.
Ja, dann gehen wir halt Stück für Stück die Dinger hier durch, ne? Oder fangen wir mal mit den Relikten an, komm. Aber dann haben wir hier noch beim nächsten Mal die Wahl zwischen zwei neuen Sachen bei Relikten. Ja, guck mal, jetzt kommen nämlich mehr Relikte dazu. Umkreisendes Auge, das jeden gewirkten Fluch nachahmt. Oh, klingt auch interessant. Umkreisende Augen, die Gegner bei Kontakt vergiften. Und umkreisende Augen, die Gegner bei Kontakt einfrieren. Okay, klingt interessant. So. Glaube ist top. Dann würde ich sagen, machen wir wieder unser Pilzritual. Dann habe ich gar keinen Stress hier, dass irgendwas schief geht. Und je nachdem, wie schnell wir sind, machen wir vielleicht auch gleich zwei Kreuzzüge. Mal gucken. Kann ich aber noch nicht, ne? Kommt drauf an, wie es jetzt läuft. Aber würde sich ja anbieten. Würde sich ja theoretisch anbieten. So, dann bereite ich noch was zu essen vor. Dann bereiten wir noch was zu essen vor. Wir könnten wieder die Fleischbrühe machen. Schüssel Beeren ist recht viel vorhanden. Fieser Fleischbrei. Ja, ich glaube, wir nehmen. Ich glaube, wir nehmen die Fleischbrühe. So. Okay. Dann geht's los. Was wahrscheinlich passieren könnte, ist, dass mir ein Anhänger wieder krank wird, aber das kann ich jetzt ja nicht verhindern. Oh, wir müssen. Mist! Wir müssen die Quest machen, der eine Anhänger, der verloren gegangen ist. Muss ich dran denken. Ich muss nach Anura zurück und die Quest mit dem anderen Anhänger machen. Okay, Vampirhammer. Ach, der Hammer auch wieder. Na gut. Ein Todesstreich. Okay, was macht der Todesstreich? Okay. Oh. Ah, ich mag den Hammer irgendwie nicht so. So, aber wir müssen unbedingt dran denken, Trainer in Anura zu finden. Ach, guck mal, das sieht man jetzt auch. Das habe ich noch gar nicht, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Am Rand sieht man jetzt richtig, wann die Quest abläuft. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, dass es das gibt. Das gab es bestimmt schon die ganze Zeit, aber das sehe ich jetzt erst. Also das sollte ich wirklich priorisieren, wenn ich diese Quest hier durch habe. Diesen Run hier durch habe. Dann muss ich nach Anura. Ganz, ganz dringend. So. Ja, komm, dann machen wir jetzt hier nicht so viel. Nur wenn ich Kristalle sehe, würde ich es abräumen. Ansonsten lassen wir es, glaube ich, einfach stehen, das Zeug. Dass wir ein bisschen schneller durchkommen. Aber die Knochen nehmen wir schon noch mit. So. Oh, Bruder. Hier Kristalle? Nee, ne, das ist alles Gras. Schade, aber hier ist eh die Tarot-Dings erstmal. Schwester Chemachs Wahnsinn wurde mit den ersten Karten aufgedeckt, die von ihrer eigenen Zippe gezogen wurden, wie ich es stets getan habe. Ist das Schicksal der Gral, der gesucht werden muss, oder die Kraft, die einen vorwärts treibt? Komm, lass uns noch ein weiteres Mal ziehen. Was hat er? Das hat er das letzte Mal auch gesagt. Erste Karte Leuchtfeuer, zweite ein Schatten, dritte etwas Verlorenes. Ich verstehe nicht ganz, was sein Problem ist. Die Karten sprechen, ein Relikt ruft, du musst es suchen und beanspruchen. Ja, wo denn? Das hat er das letzte Mal auch gesagt. Ha. Nee, das irritiert mich mit dem Relikt. Irgendwas kann ich, glaube ich, schon machen, was ich nicht weiß. So, erstmal neue Karten hier kaufen. Okay, das blaue Herz nehmen wir mit. Sicher ist sicher.
Okay. Oh! Ist das ein neuer Spieler? Ist das ein neuer Spieler? Wir haben schon einen neuen Spieler gefunden. Ist das der nächste? Kleines Lamm, freut uns, dich an so einem gefährlichen Ort zu sehen. Ich bin Klunko, das ist Bob. Wir sind auf dem Weg zu unserem Freund Rad. Ja, nice, der nächste Spieler. Let's go. Okay. Ja, 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 willkommen zu Astra Galoi. Nice. Ist schon der zweite, der zweite neue Spieler. Sehr gut. Dann lohnt sich gleich doppelt noch ein blaues Herz. Optimal. Hier haben wir noch ein Kristall. Nee, ne? Schade. Okay. Aua. Karte, geil. Nice. Absolut schön. Wenn ich getroffen werde, kommt Tentakel. Kopie. So, schön Knochen holen. Knochen holen. Oh, das sind Kristalle. Wichtig. Kristalle am wichtigsten. Wir haben schon wieder 17 Stück zusammen. Das ist sehr, sehr gut. Mehr Kristalle. Geil. Dann können wir nämlich theoretisch Fight und Felix wiederholen. Und auch sofort heilen, ne? Also, das ist ja der Punkt. Nice! 21. Ich brauche nur noch 9 Stück. Ja, let's go! Steinkerz wollte ich schon immer bauen. Nee, natürlich nicht, aber... Okay, kostet auch nicht viel. So. Okay, weiter geht's. So. Hier gibt's einen neuen Anhänger. Ich glaube, wir haben aktuell genug Anhänger, bin ich ganz ehrlich. Oh, hier, wir wollen zum Essen. Wir wollen auf jeden Fall zum Essen. Dann gehen wir über den Stein zum Essen. Weil vielleicht, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass bei Stein auch Kristalle dabei sind. Mal gucken, ob ich recht habe. Schade. Aber so geht's am schnellsten. Jetzt gibt's noch einen Essensraum. Let's go. Alter, Trauben. Trauben mit in... Oh, hier sind Kristalle dabei. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Und letzte Stage. Das läuft doch hier, das läuft doch. Hier noch mehr Kristalle. Scheinbar auf dieser Tour auch überhaupt gar kein Fluch dabei. Oder irgendwas, ne? Der hat bisher nichts gemacht. Finde ich gut. Ich dachte, vielleicht macht er wieder einen Anhänger krank, aber nee. Alles easy. Alles easy hier unterwegs. Sehr schön, Kristalle. Let's go. Kann ich das kaputt machen? Nein. Noch irgendwo Kristalle? Nee, ne? Okay. Weiter geht's. Kristalle da unten. Spezielle Truhe mit einer Karte. Ey, es ist doch sensationell. Angriffstempo. Oh, das ist sehr schön beim Hammer. Gerade beim Hammer ist das sehr schön. Ja, so gefällt mir der Hammer. So gefällt mir der Hammer. Halleluja. Jetzt ist der Hammer super. Jetzt nehme ich den auch wieder. Wenn er so schnell ist, ist das gut. So, zwei Wege. Hier gibt es aber nur wieder Relikt. Das heißt, wir gehen schnell Relikt holen. Und lecker Dings. Lecker Fleisch hier. So, jetzt habe ich nur nicht gelesen, was das Relikt macht. Was habe ich hier? Ich habe irgendeinen Tentakel bekommen. Wo ist es denn?
Ne, Tonuas Tentakel heißt es. Hä, wo ist es? Ah, hier. Okay, kann ich einfach ausführen. Sehr gut. War nicht zerbrechlich, kann ich einfach ausführen. Dann machen wir das beim Boss nämlich. Oh, da kommt er wieder. Du hast bisher meine Anhänger verschont, lass mich in Ruhe. Dein Freund Rathau war das letzte Gefäß, das gegen uns in den Kampf geschickt wurde. Der unterwürfige Feigling, und es gab unzählige vor ihm, alle gleichsam erbärmlich und unwürdig. Nichts erniedrigt so sehr wie Krankheiten. Ich bringe eine Plage über deinen Kult. Ach komm. Oh nee, wie viele denn? 5 Stück? Oh, du Hund. Okay, das sind ganz schön viele. Da brauche ich dann viele Blumen. Da brauche ich dann viele Blumen und ansonsten müssen halt ein paar sich erstmal zur Nachtruhe begeben. Wir sind zum Glück aber nach der Runde gleich wieder zurück. Also ich kann mich gleich drum kümmern, das ist schon gut. Okay. Schön die Knochen mitnehmen. Dass wir hier nie wieder Probleme haben. So. Ups. Ups. Ah, der hat Dings. Nein, ich mache die falsche Attacke. Ich muss die Attacke machen. Man sieht an den vielen Tentakeln, die hier auf dem Feld sind, dass ich ein paar Mal getroffen wurde. Hupsi. So, jetzt haben wir hier wieder neue Zusatzwaffe. Also neuer Fl... Ich muss die Fachbegriffe benutzen. Das sind Flüche. Das sind Flüche, die hier in der Mitte sind. Weg des Rechtschaffenen, ein Projektil, das einen spurschwarzen Ichos erzeugt. Göttlicher Wächter, 2 Sekunden Unverwundbarkeit. Okay. Ja, komm, nehmen wir das hier mit. So. Machen wir hier wieder eine Münze draus. Ups. Okay. Ah, das war's schon. Gut, let's go. So, was haben wir hier? Haborim. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ups. Ja, aber das macht ordentlich Damage hier. Wenn ich mich nicht komplett dämlich anstelle, dann ist das durch. Sehr schön. Haben wir noch Kristalle irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Nee, sieht nicht nach Kristallen aus. Schade! So, ab mit dir. Blaupause, Blumenkohl, Goldklumpen. Wir nehmen Essen mit. Sehr schön. Okay, Stufe 2 geschafft. Kümmern wir uns um die Kranken. Ja, Blumen habe ich jetzt hier leider natürlich keine gefunden, logischerweise. Blumen würde ich in der ersten Stage wieder finden, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Blumen ich brauche. Also. Alter, ich brauche... Oh, Bruder. Oh, Bruder, 5 Leute sind krank. 5 Leute sind krank, okay. So, ihr geht jetzt erstmal schlafen, Freunde. Ausruhen. Ausruhen. Wo ist der Nächste? Oh, Puna ist krank, alt geworden. Das ist nicht so gut. Wo ist der Nächste? Hier. Eligos. Ausruhen. Du gehst schon ausruhen, ne? Ja. Pubre ist krank. Ausruhen. Du bist krank. Ausruhen. So.
So, dann haben wir dich einmal. Was ist denn hier los? Verliere minus 5, wenn ein weiterer Anhänger stirbt. Ah, der hat diese Todesangst, die Felix auch, glaube ich, hatte. Okay, wird schwieriger, die Stufe zu erhöhen, alles klar. So, herzlich willkommen im Team. Du kannst einmal beten gehen. Du bist auch krank. Ausruhen. So, habe ich jetzt alle zum Ausruhen geschickt? Ich hoffe ja. Wie viele Blumen kriege ich hier raus? 42, let's go. Ich kann schon... Wie viel kann ich heilen? Ich kann zwei... Nee, ich kann drei heilen. Drei kann ich schon mal heilen. Okay. Ist kein YouTuber dabei, also ist es egal. Wen wir anfangen, dann let's go. Du wirst erstmal geheilt. Dann wirst du geheilt. Dann wirst du geheilt. So, und die anderen müssen jetzt halt noch aushalten. Die Anura-Quest ist auch am Laufen, ne? So, hier neue. Davon brauchen wir jetzt wieder ganz viele. Trauben haben wir jetzt auch neu bekommen. Oh, schöne Auswahl hier. Oh, Bartman hat wieder was gegessen. Kollege, wir haben hier extra eine Toilette, ne? So. Okay, aber Hunger haben sie aktuell ja nicht. Das passt. Hunger ist alles in Ordnung. Oh, das ist schon wieder kaputt. Uiuiuiui. Na gut. Na gut. Schnarche haben wir hier rüber gesetzt, ne? Das passt alles. Ja, das ist in Ordnung. Gut, mehr Blumen kriege ich aktuell hier nicht zusammen. Gut, pass auf. Dann gehen wir nach Anura jetzt. Anura war, glaube ich, die Stage, richtig? Ja. Und hier muss ich den Trainer finden. Sobald ich Trainer gefunden habe, kann ich ja theoretisch den Quest gleich wieder verlassen. Also ich habe jetzt ja dieses Rückkehreffekt-Ding. Ein weiterer Bischof wurde getötet. Heket hat eine Äone lang geherrscht und niemanden gefürchtet. Ihre Herrschaft war die des Hungers und jetzt haben die ihre befreiten Untergebenen einen gierigen Appetit. Sei auf der Hut, damit du nicht zum Gejagten wirst. Alles gut. Göttliches Schwert. Jetzt kriege ich eine göttliche Waffe, jetzt wo ich nicht weit spielen will. Das ist frech. Das ist richtig frech. Jetzt kriege ich eine göttliche Waffe, na? Das ist unfassbar frech. Das ist unfassbar frech, aber gut. Da leckt kurz alles. Alles in Ordnung. So, wir müssen, wie gesagt, einmal ganz schnell den Kollegen finden, der sich hier irgendwo vergraben hat. Oh, Münzen. Ich werde jetzt auch, glaube ich, gar nicht so richtig auf Tarotkarten gehen. Ich will einfach nur schnell durch zu dem Typen kommen, den wir da irgendwo finden müssen. Sehr schön. Oh, ein Flug. Das ist dieses Auge, was wir vorhin freigeschaltet haben. So. Jetzt bin ich doch in dem Raum mit den Tarotkarten erst erwischt. Eine können wir ja mitnehmen. Mann, wir kriegen gerade so cooles Zeug, ne? Aber ich will jetzt hier keinen langen Run draus machen. Ich will nur schnell den Typen holen.
Was aber echt frech ist. Na, jetzt wo man mal richtig krasses Zeug kriegt, da will man nicht den One durchziehen. Das ist... Also was heißt nicht durchziehen? Ja, beziehungsweise ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich kann ja mich wieder zu dem Hauptboss dann porten. Wir können den ja nochmal zerschnetzeln. Mit dem, was wir jetzt haben, können wir den ja easy zerschnetzeln. Wir müssen halt nur aufpassen. So. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir die Quest erst vorher erledigen. Ne? Das ist wichtig. Die Quest müssen wir vorher erledigen. Jetzt muss ich gucken, wo der Typ ist. Hier ist er. Hier, da. Da muss ich hin. Ich muss hier hin. Das heißt, ich muss sowieso den Weg über die Tarotkarte gehen. Okay, wunderbar. Let's go. Dann gib mir mal eine Tarotkarte. Giftschaden, jawollo. Abflug. Wunderbar. Und dann sind wir schon bei der Quest. Nicht verklicken jetzt und in den falschen Weg gehen, das wäre ärgerlich. So, genau, und jetzt können wir hier wieder... schön die Quest spielen. Abflug. So. Aua. Ich muss ein bisschen auf meine Energie gerade achten. Muss ich gestehen. So. Quest erfüllt. Wunderbar. Jetzt muss ich nur noch die Belohnung mir dann abholen. Von Natytre oder Natytre oder wie auch immer man das aussprechen will. Das sind ja irgendwie so Fantasienamen. Okay. Kampfraum. Und jetzt, wenn ich Glück habe, starten wir bei einer Statue. Let's go. Und ich kann jetzt sozusagen direkt... Genau, das wollte ich. Ne? Ich kann jetzt praktisch direkt einmal zum Boss gehen. Aber ich würde erst zum Boss gehen, wenn wir ein bisschen Energie uns noch geholt haben. Jetzt stecken wir ja nicht mehr unter Zeitdruck. Jetzt stecken wir ja nicht mehr so krass unter Zeit... Nice! Das meine ich zum Beispiel, ne? Dass wir, wenn wir solche Sachen finden... Sowas meine ich. Ah, verflucht. Oh, warte, ich bin in der Stage, wo ich doppelten Schaden bekomme. Vielleicht ist es doch nicht so optimal. Aber hier haben wir nochmal Waffenverbesserung. Wobei, ich wüsste nicht, wie wir die göttliche Waffe verbessern. Oh, was los? Dein Reliktbestie, ich sehe, Chemach hält sich noch am Leben, aber Schöpfung zeugt Zerstörung, wie es die Natur verlangt. Ausgebrütet wurden wir im Schoß des letzten der ersten Götter, um göttliche Instrumente zu gewähren und sie doch nie selbst zu nutzen, wie es die Natur verlangt. Ein Ort, ich spüre die Dunkelheit, etwas von mir, jetzt im Bauch eines großen Biests und durch dessen Knochengelächter, suche dieses Relikt an diesem Ort. Ich verstehe kein Wort von euren... Erzählungen. Muss ich gestehen. Aber jetzt hat mir sowohl der Kartentyp als auch er so einen Hinweis gegeben, wo ich Relikte finden kann. Das klang so ein bisschen nach, ich muss einen Fisch angeln oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, ob ich das jetzt falsch verstanden habe. Haben wir noch irgendwo einen speziellen Raum, dass noch irgendwo was hängt? Nee. Komm, dann gehen wir mit 6 Herzen. Let's go. Ich hoffe nur, dass dieser Effekt mit der Lebensenergie jetzt nicht auf diesen Ding sich mit auswirkt. Nein, okay, sehr gut. Dann schauen wir mal, ob es läuft. Ja.
Gucken wir mal, wie es läuft. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber hey. Wir haben ihn das letzte Mal ziemlich schnell erledigt. Da hatte ich zwar auch die 3 Schüsse, aber das... Ah, toll. Ja, okay. Ja, wir machen zum Glück schnellen Schaden. Aber der Y-Schaden ist nicht so krass wie der andere. Ja, das ist nicht so krass. Oh, Bruder, ich muss ein bisschen aufpassen. Oh, nee. Die erwischen mich immer, die komischen Dinger. Okay, pass auf. Wir machen Folgendes. Wir hauen ab. Okay, das geht nicht. Man kann nicht sofort abhauen. Ah, okay, man kann nicht mit dem Kampf abhauen. Ja, ist egal. Wir haben die Mission erfüllt. Wir haben die Mission erfüllt. Ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Es war ein Versuch. Es war ein Versuch. So. Okay, hier kann ich die Quest abschließen, ne? Let's go. Sehr schön. So. Haben wir mehr Blumen? Ne, shit, Blumen fehlen noch. Okay, ich muss noch ein paar... Oh, ich habe keine Kameliensamen mehr. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Aber die Kranken, guck mal, die sind fast wieder fit. Die sind auch so fast wieder fit. Ist in Ordnung. Ich habe es einfach zur Nachtruhe geschickt. Das passt auch. Gut. Göttliche Inspiration. Let's go. So. Und dann können wir jetzt hier das Samenlager freischalten. Sehr, sehr schön. So. Was muss ich dafür alles benötigen? Zehn spezielle Holz, 20 Goldbarren. Ja, alles klar. Das dauert also erstmal wieder ein bisschen jetzt hier, ne? Für die zweite Raffinerie. Ich würd nämlich jetzt erstmal tatsächlich die andere auch noch zu einer Raffinerie 2 bauen. Machen wir das als erstes. 2 Goldbarren, 2 Holz. So. Zack. Dann kommt er hier jetzt dazu. Trainer, was hast du für Fähigkeiten? Oh je. Wird nicht eifersüchtig, wenn das Land mit Ehepartner, habe ich immer noch nicht verstanden, aber macht nichts. Minus 5 Glauben, wenn ein Anhänger geopfert wird. Oh, okay. Und Skeptiker. Ah. Zum Glück haben wir gerade den Glaubenseffekt drauf, dass wir nichts verlieren. Sehr schön. So, du kannst Materialien raffinerieren. Dann mache ich nämlich hier auch... Ach nee, das ist ja der 5er. Den will ich ja upgraden. Den will ich ja upgraden. So. Den will ich upgraden. Ja, such dir mal deinen Platz, wo du immer bist. Eligos hat ein hohes Alter erreicht. Och nö. Och Eligos. Was ist denn mit dir? Ja, ist nicht so gut. Aber wenn ich ihn jetzt gerade umbringe, dann ist ja jetzt noch der Effekt, dass mir keiner das nachsieht, ne? Machen wir das jetzt gleich. So. Nein, ich habe das Falsche gedrückt. Och nee, jetzt habe ich wieder eine Leiche. Ich wollte ihn doch dingsen.
Och, ich bin so dumm. Okay, wir müssen bald mal das Ding bauen. Ich muss dieses Ding bauen, dass ich, oh, ich muss das Holz teilen. Puna ist auch alt. Was ist hier los? Dann machen wir es jetzt aber richtig. So, jetzt die richtige Taste. Fleisch gewinnen. Es ist total brutal. Ich war, jetzt sind beide kaputt. Großartig. Es ist total brutal. Ich weiß das. Es ist nur ein Spiel. Bitte denkt immer daran, dass es nur ein Spiel ist. So. Einen Holzplatz, 9. Zack. Und eine neue Steinmine. Zack. Dann brauchen wir noch ein Grab. Weil ich wieder gefettfingert habe. So. Rein da. Okay, dann machen wir einmal ganz schnell, Kollege, hier. Inspiration. Mehr Inspiration. Wunderbar. So, hier geht's auch schon wieder weiter. So, hier können wir auch schön inspirieren. Sehr schön. Hier kann man auch noch inspirieren. Gut. Du hast schon fleißig raffineriert hier. Sehr gut. So. Ja, da sind tolle Sachen dabei, aber leider keine Blumen. Ich brauche aber wieder Blumen. Na gut. Ich wüsste ja, wie ich notfalls an Blumen rankomme. So, jetzt haben wir genug für... Was mit dir, Quest? Oh, was willst du jetzt von mir? Wir loyalen Anhänger würden gerne zusammenkommen, ein üppiges Abendessen. Ja, machen wir, machen wir. So. Was, Ritual des Fastens? Ist das das Richtige? Ich hoffe ja. Ich glaube nicht, oder? Ritual des Fastens kenne ich gar nicht. Okay. So, aber jetzt verbessern wir erstmal den Kollegen hier. Zack. So, dann haben wir nämlich zweimal große Raffinerien. Und ab jetzt geht der Glaube runter. Kubre ist erkrankt. Du bist nicht Kubre. Warum bist du... Was ist los? Hast du ja jetzt Leute angesteckt, oder was? Was habt ihr denn für Krankheiten? Nee, ist beides normale Krankheit. Okay. Okay, dann sind zwei noch krank jetzt. Wollen sich ausruhen. So. Okay, Ritual des Fastens. Habe ich das überhaupt? Doch, das ist das. Okay, passt schon. Das heißt aber nicht Ritual des Fastens, sondern das heißt Festritual. Okay, war vielleicht, weiß ich nicht, irgendein Fehler. Wir machen erstmal Predigt. Nicht mehr ganz so viele, weil ich zwei ermordet habe. Und zwei krank sind. Aber ist okay. Die wichtigsten Upgrades haben wir. Die wichtigsten Upgrades für die Kreuzzüge haben wir schon zusammen. So. Oh, neue Tafel. Let's go. Machen wir das als erstes. So, Gesetz und Ordnung.
Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, bei dem zwei Anhänger sich bis auf den Tod bekämpfen. Es sei denn, du fühlst dich barmherzig. Nee, das machen wir nicht. What the heck? Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, damit du einen deiner Anhänger heiraten kannst. Jetzt kommt es... Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das machen werde, aber wenn, dann wählen wir natürlich das hier. What the heck ist das denn? Erhalte 30 Glauben und heirate einen Anhänger. Was? Heirate einen Anhänger. Also, ich weiß ja nicht. Es klingt jetzt nicht nach etwas, was ich machen werde. To be honest. So, das ist für die Quest. So. Okay, dann lesen wir ganz kurz hier, dass das wieder verschwindet ist. Ausrufezeichen. So. Und holen uns hier noch... Alter, 64 Münzen mittlerweile hier am Opferaltar. Was ist denn da los? Sick. Okay. So, Quest abholen. Hier war die Quest. Abflug. Bast. So. Und dann können wir jetzt raffinerieren für das Samenlager. Gebäude kann auch nur einmal gebaut werden. Okay, das klingt sehr interessant. 20 Goldbarren, 10 Holz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Oha, ich habe mein ganzes Geld gleich wieder weg. Aber Geld ist ja nicht das Problem. Das kriegen wir hier ganz schnell wieder, wenn ich hier ein bisschen... Yo, ich habe 80 Anhänger... Nee, Quatsch. Ich habe, ich habe 20 Anhänger Fleisch. Alter. Okay. Aber ich glaube, das ist wirklich das Teuerste. Anhängerfleisch ist echt das Teuerste, ne? Okay, Tintenfisch für 20, aber... Warte. Nee, ich muss die Krabbe abgeben, ist kein Tintenfisch. Ich wollte gerade sagen. So, aber haben wir jetzt hier alles... Habe ich hier Goldbarren voll gemacht? Ja, okay. Also hier haben wir jetzt schon mal die 20 Goldbarren. Dann fehlen noch die 5 Spezialholz. Nun gut. So, hier ist auch gleich wieder voll. Das wollte ich nicht. Let's go! Hat nicht ganz gereicht. Fast. Knapp daneben. Okay, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn es auf der Farm mal ein bisschen schneller vorangeht. Du kümmerst dich ab jetzt mit um die... du kümmerst dich ab jetzt mit um die Farm. Ah, ich wollte gerade sagen, wo läuft denn Bartman hin? Aber er macht hier ein... Bringt hier ein Opfer dar. Sehr gut. So! Nächste göttliche Inspiration. Okay, Düngerlager sehe ich noch nicht so sinnvoll gerade aktuell. Ich glaube tatsächlich, jetzt ist das Wachstumstempo auch nicht verkehrt. Wenn wir jetzt mehr auf Farm gehen, ne? Ich glaube, das ist nicht so verkehrt, wenn wir da jetzt ein bisschen hier mehr in die Richtung noch arbeiten. So. Prima. Was brauchen wir für das Erntetotem? Brauchen wir auch wieder Spezialsachen. Ja, gut. Dachte ich mir schon. Habe ich schon befürchtet, ist aber okay. Ach, guck mal, jetzt haben wir da auch als... Sehe ich gerade als Quest. Wartet mal, ich gehe mal kurz in die Quest, dass ihr es genauer seht. Die Pilzskulptur müssen wir noch bauen, weiß ich. Besiege Flinky, das ist der dritte Hauptboss. Nee, Quatsch, das ist der dritte Hauptboss. Das sind die Astragaloidinger, das sind die Würfelspiele. Kalama ist der dritte Hauptboss.
Finde das Relikt aus Clownex Hinweis. Gehe zur Pilgerpassage. Der Fraktionen. Ah, wenn ich die Kristalle zusammen... Stimmt, ich hätte genug Kristalle zusammen, ne? Ich hätte genug Kristalle zusammen. Wir können jemanden wiederholen. Machen wir. Wieso ist Fee... Oh no. Ah, okay. Ich hatte gerade schon Angst, dass es vielleicht nicht geht, wenn ich diese ermordet habe oder sowas. Nein, okay, alles gut. Ich würde mit Veit anfangen. Veit war als erstes weg. Und dann das nächste Mal Felix. Und wenn ich jetzt richtig liege, müsste auch Veit wieder diese Krankheit haben, die ich mit den Kristallen heilen kann. So, fightest du krank? Nee, ist er gar nicht. Ah, dann ist das nur Zufall. Ist das Zufall gewesen? Oder hat er einfach Bart diese Eigenschaft? Guck mal, Fight ist wieder voll da. Ja, stark. Dann hoffe ich, dass du lange lebst. Du darfst auch ein bisschen dich um die Farm kümmern. Okay, keine Aufgaben verfügbar. Dann kümmerst du dich nicht um die Farm, dann raffinerierst du Materialien. Sehr schön. So. Genau, dann schmeißen wir jetzt nämlich Salios hier raus. Und stattdessen Veit hier rein. Nicht verfügbar. Okay, dann nicht. Schade. Gut, Veit wird sich schon dann ein anderes erstmal suchen. Okay, ihr raffiniert. Ihr macht hier euer Zeug. Ich gehe kurz mal Astra Galois spielen. Nee, ich gehe, wenn ich das jetzt gar nicht machen muss, gehe ich die Kristalle abgeben. So ein Ding ist das. Dass die Quest auch mal abgeschlossen ist. Gnädiges Lamm, du hast diesen Ort erneut zu einer strahlenden Pracht zurückverholfen. Wie ich geschworen habe, hier unser Opfer als Gegenleistung. Preise das Lamm, o Lamm des Lichts. Eine neue Anhängerform, let's go. ...25 Kristallschirme hat mich das gekostet. Ja, moin. Dieser Kerl draußen, der Fisch, irgendwas stimmt nicht mit dem. Es scheint fast, als wäre er ein... Nein, das wäre zu absurd. Okay. Alter, da oben der Kristall jetzt, ne? Sieht aber schön aus. Hat was. Es scheint fast, als wäre er ein Fisch halt. Aber ich brauche so eine Krabbe. Ich habe so eine Krabbe nicht. Komm, jetzt fischen wir durch Glück so eine Krabbe. Schade. Ja, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Okay, hier ist aber aktuell nichts zu erledigen, ne? Nee. Wir gehen Astra Galois spielen. Das war hier oben bei der einsamen Hütte. Jawohl, jetzt sind hier mehr Leute. Kleines Lamm, schön, dass du es geschafft hast. Wie wäre es mit einem Spiel? Gut, gut, Kind. Du hast deinen Weg hier gefunden. Lust auf ein Spiel, aber sei gewarnt, ich mache ernst. Alles gut, ich habe genug Geld. So, Rattan hatten wir schon. Aber da steht jetzt gar nicht, dass ich den geschafft habe, ne? Ah, guck mal, hier muss ich gar nicht einsetzen. Ah, da ging die Spiele einfach so, ich verstehe. Das geht jetzt ganz ohne Einsatz. Das macht es für mich entspannter. Okay, Flinky. Gucken wir mal. Nein. Nicht der Anfang, den ich mir erhofft hatte, to be honest.
Okay. So, theoretisch kann er jetzt hier vollstopfen und es stört ihn nicht weiter. Ja, jetzt haben wir schon mal die drei voll. Aber ist okay. Ach, natürlich. Ich bin mir unschlüssig. Oh je. Ich brauche dringend eine 5. Ich brauche dringend eine 5. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich brauche dringend eine 5. Nein, jetzt brauche ich erst recht dringend eine 5. Nein, ich brauche eine 5. Oh, wow. Aber mehr Chancen, eine 5 zu würfeln noch. Ich brauche nur noch einmal. Aber er ist jetzt fertig. Scheiße, er ist jetzt fertig. Nee, er ist nicht fertig. Ich kill ihm hier wieder eins weg. Ich brauche eine 5. Das ist eine 6. Die ist auch nicht schlecht, aber ich brauche eine 5. Weil jetzt ist er fertig. Jetzt ist er wirklich fertig. Oh, scheiße. Ja, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Okay, gleich nochmal gegen Flinky. Okay. 3, 1. Zwei. 5. Du Hund! Schlange, aber egal. Noch eine 1. Bin kein Fan, hier schon wieder voll zu machen, ne? Noch eine 3. 5. 6. Okay, er hat eins voll. Er hat ein Feld komplett voll. Wenn ich ein bisschen Glück habe, kann ich an der Stelle jetzt ordentlich aufbauen. Oh, bitte würfel nie eine 5, Kollege. Wenn er einmal eine 5 würfelt, war es das. Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch. Schiebung hier. Sag mal, nicht mal die 1er gönnt er mir, der Hund. Okay, das hat er jetzt voll, das Feld. Das Feld da drüben hat er voll. Auf dem Feld kann er jetzt gar nichts mehr, wenn ich da jetzt 6er hinsetze. Dann kann der mir da gar nichts mehr. Ich brauche dafür nur ein paar 6er, das ist das Problem. Jetzt klaue ich mir erstmal hier die 3er wieder. Ja, mach ruhig die 2er da voll, das ist völlig in Ordnung, das stört mich gar nicht. Die 1er werde ich ihm nicht klauen. Komm, dann setzen wir die 1 hier hin, er kann hier nicht viel machen, da drüben. Ja, klau mir die 1, okay, da habe ich kein Problem mit. Dann gehe ich jetzt nämlich mit der 6 hoch und gegen die 24 kann er nichts mehr unternehmen. Die 24 habe ich safe. Wenn ich noch eine... Ja, geil. Gegen die... Ja, das sollte reichen. Sehr schön. Sehr schön. Flinky besiegt. Was? Ich schätze, du nimmst das besser. Oh, ich krieg eine neue Karte dafür. Auch cool. Immun gegen Gift. Okay, okay. I see. Das ist ja dann sogar super sinnvoll, hier den Quatsch zu machen. Okay, Klunko und Bob. Was geht bei euch? Was geht bei euch ab? 2, 5. Er baut die 5er auf. Nicht mit mir.
Bin mir unschlüssig. Oh, das ist alles nicht so gut hier. Ach, Bruder. Ich muss seine Sachen löschen. Dafür muss ich aber alles offen lassen. Oh, ich kann so nichts löschen. Mann. Was ist das denn hier? Ich krieg nichts Gescheites. Ich krieg überhaupt nichts Gescheites. Ich krieg nur Schmutz. Bruder. Oder ich krieg nur Schmutz. Jetzt habe ich zwar die Dreier voll, aber das ist halt nicht so. Ja, toll. Okay, wir spielen es wann anders nochmal. Ich muss den Part auch gleich wieder beenden. Wir dürfen hier nicht zu lange rumwurschteln. So, ich weiß immer noch nicht, was es mit den Schnecken auf sich hat. Aber es macht nichts. So. Es ist ein neuer Tag, wir können schon wieder inspirieren. Erstmal alle durchinspirieren. So. Aber ich fight jetzt nicht, habe ich noch nicht inspiriert, ne? Okay, let's go. Sehr schön. Dort wird auch wieder fleißig gearbeitet. Dann können wir hier auch weiter inspirieren. Weiter inspirieren. Sehr gut. Nice, dich habe ich noch nicht inspiriert. Salios. Sehr schön. Und ich glaube, jetzt habe ich überall inspiriert, ne? Oh, shit. Ich habe im Bereich der Vogelscheuche das Ding hier gebaut, ne? Nicht im Bereich der Farm. Ups. Ich möchte dir mein Leben schenken. Ich möchte, dass du mich ermordest. Tu es in der Nacht, wenn es niemand sieht. Okay, Haborim. Das wolltest du jetzt, ne? So, ja, das, die Felder hier sind kompletter Schmutz. Die verschieben wir mal eben. Guck mal, ich hab auf dieses große Feld hier geachtet. Und die... Das große Feld bezieht sich auf die Vogelscheuche. Aber nicht auf die Farm. Das ist ja komplett dämlich, was ich gemacht habe. Okay, das heißt, mehr als diese Felder sollte ich auch gar nicht haben. Ja, scheiß drauf. Okay. Das war nicht so schlau. Ja. Muss ich leider zugeben. Das war nicht so schlau. Okay, sammeln wir die göttlichen Zwillinge. Halt, stopp. Erstmal machen wir hier Feuerchen.
Dann sammeln wir die Inspiration. Hingabe. Ich komme mit den Begriffen durcheinander, aber es macht nichts. Hingabe meine ich natürlich. So. Hier läuft die Heilung voran. Aber kann ich die nicht trotzdem... Ah ne, solange die krank sind, kann ich sie nicht inspirieren. Schade. Das heißt aber auch, ich kann jetzt nicht, sie nicht bei der Predigt erwarten, ne? Das ist auch schade. Aber gut. Was mit euch? Habt ihr nichts zu tun? Okay. Gut. Anartris nicht mehr krank. Geil. Pupris nicht mehr krank. Let's go. Kriegt jetzt noch schöne Inspiration vorher. Wo ist Anartre? Hier. Und dann gehen wir predigen. Und dann beenden wir den Part. Sehr schön. So. Beziehungsweise schaffen wir es vielleicht sogar noch Felix wieder zu holen. Wie lang ist denn die Abklingzeit dafür? Ah, okay. Geht noch nicht sofort. Gut, dann im nächsten Part, Felix. Dann im nächsten Part. Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Hol mir noch 24 Gold hier ab. Nice. Hol mir nochmal Hingabe ab. Sehr gut. Oh, sind die fertig? Oh, sind die fertig? Ja, dann bauen wir noch schnell. Dann bauen wir noch schnell. Dann bauen wir noch schnell das... Ne, was wollte ich bauen? Das hier. Ah, ne, ich brauche noch die 10 Holz dafür. Ich habe jetzt nur die Goldbarren zusammen, ne? Warte. Dann kann ich theoretisch jetzt diese scheiß... Ich könnte jetzt theoretisch diese scheiß Pilzskulptur bauen, die er braucht für die Quest, ne? Wenn der mir dafür nur so ein dummes Fließding gibt und ich dafür jetzt 20 Gold opfere, dann bin ich sauer. Jetzt 20 Goldbarren für den Scheiß hergegeben. Wenn das jetzt nicht eine ordentliche Belohnung von dem Soso gibt, dann bin ich sauer. So. Soso. Ich habe jetzt 20 Goldbarren hergegeben, um deinen Scheiß zu bauen. Was kriege ich dafür? Ich wette, ich krieg so ein rotes Fließding. Ich wette, ich krieg so ein rotes Fließding. Es kann eigentlich nichts anderes sein. Du hast es geschafft. Jetzt weiß ich, dass ich dir trauen kann. Anders als diesen fiesen Lügner dort draußen. Sie sehen alles und hören immer mit. Hier, nimm das. Du bist Sozos bester Freund. Du bist Sozos einziger Freund. Ich hab's gewusst. Ja, toll. Dann krieg ich jetzt neues Vlies. Die mir nichts nützen. Weil die alle Nebeneffekte haben. Sozo kann dir jetzt vertrauen. Sozo wird sich dir verpflichten. Du wirst mich vor den Lügnern dort draußen beschützen und Sozo Pilze bringen. Sozo ist glücklich. Sozo hatte noch nie zuvor so viele Pilze. Ohne dich würde Sozo nie in der Lage sein, so viel auf einmal zu erwerben. Sozo kann kaum abwarten, zu sehen, was passiert. Hey, aber dafür habe ich jetzt hier den Kollegen, oder was? Es haben sich noch mehr zu dir bekannt. Okay, es hat immerhin meinen Glauben gestärkt, dass ich das gemacht habe.
Na schön, meinetwegen. Meinetwegen, aber es ist schon... Na? Ja. Habe ich gemerkt. 20 Goldbahnen dafür ausgeben war jetzt irgendwie... Es fühlt sich nicht so gut an. Aber ist okay. Ist okay. Gut. Ja, machen wir das noch voll hier? Ja, dann können wir eigentlich jetzt auch noch das Hingabe-Erntetotem basteln. So. Was brauchen wir dafür alles? Ja, Bruder, das ist jetzt halt wieder dieses ganze... Immer dieses Spezialzeug. Das Spezialzeug kriege ich halt nur über diese Raffinerien zusammen. Eieieiei, na gut. Geben wir mal eine Menge in Auftrag, dass wir mal ein bisschen was haben. Also, wir brauchen wieder 20 Gold... Ja, gut, wir brauchen erstmal 20 Goldbarren. So. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt schließt man wirklich ab. Na? Jetzt wird es eh wieder Nacht. Wir haben nochmal den kompletten Tag hier rumgewurschtelt. Ist in Ordnung. Ja, und er arbeitet in der Nacht, aber das ist okay. Es ist ja gar nicht verkehrt, dass er dann in der Nacht arbeitet. Und meine Befürchtung hat sich nicht bewahrheitet, er stört dabei keinen. Das ist sehr gut. Ja, der schnarcht ist auch immer noch da drüben, ne? Oh, Veit ist jetzt hier drüben. Keiner, der schnarcht hier, ja? Okay, aber Veit soll eigentlich hier rein. Kann ich jetzt vielleicht die Zuordnung nochmal neu machen? Ich kann nur mit denen sprechen. Ja. Wir kriegen das noch hin, Veit. Wir kriegen das noch hin, dass du wieder da drüben bist. Okay. Aber du hast auf jeden Fall einen Ort, wo du schlafen kannst. Das ist doch schon mal was. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sage... Kann nicht aufhören. Das ist ein furchtbares Spiel. Das ist ein ganz furchtbares Spiel. Tschüss.